Frau Mandel. Da scheint einiges schiefgelaufen zu sein. Wir waren alle der festen Überzeugung, dass du hier gerade dabei bist, die große Karriere zu machen. Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dich umzustimmen. Ich dachte, ich finde dich bei Remo. Dieser Gauner. Sein Freund hat einen süßen Arsch, das ja, aber... Das hier, das schickt er dir. Also, kurzum. Ich komme mit einem Angebot. Arbeite mit mir. Nicht als meine Assistentin, sondern als meine Partnerin. Du weißt, dass Karl an meiner Firma beteiligt ist. Mittlerweile sogar mehrheitlich. Er ist einverstanden. Mehr als das. Wir legen eine Übergangsfrist fest und dann übernimmst du den Laden. Und das ganze Theater. Ich habe in den letzten 2 Jahren gewaltig zugelegt, aber jetzt... werde ich müde, das spüre ich. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich schlage vor, wir bleiben bei der offiziellen Variante. Ich habe dich im allerletzten Moment einem führenden Modehaus weggeschnappt. Mir allein ist es zu verdanken, dass eine international erfolgreiche deutsche Modeschöpferin in die Heimat zurückkehrt. So wie wir leben. Das hat einen hohen Preis, Isabel. Da können wir schon zusammenhalten. Was hast du denn da? Zeig mir das mal. Sehr großartig. Genauso habe ich sie mir vorgestellt. Meine erfolgreiche Nachfolgerin.